Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft. Ich habe das Schiff um das ganze Stück verlängert, weil dann wirkt es später bestimmt noch windschnittiger. Wir brauchen wieder die kleine Teppiche, damit wir das wieder ein bisschen verlängern können oder damit wir das kleines bisschen anheben, die Kanten wieder, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Das fand ich relativ gut und relativ schön. Das machen wir einfach jetzt wieder. Und danach werden wir weitermachen mit dem Schriftzug nachher noch und mit dem Rest. So, bis hierhin haben wir. Da müssen wir die Seite noch machen. Jetzt sind wir hier, bis dahin. Ach so. Ah, hier habe ich den noch gar nicht gemacht. Ah, das ist dann mal. Ah, ich will da nicht runterfallen. Schnauze hier müssen wir natürlich auch noch machen. Oder das Heck, wie man es nennen möchte. Je nachdem, von wo man drauf guckt im Prinzip. Beziehungsweise je nachdem, wo wir was hinmachen. Auf der anderen Seite haben wir schon gesagt, ist die Front. Oh nein. Naja. Dann ist hier also der Rücken. Also das Backboard. Wie nennt man das Backboard? Ist das Backboard? Und das andere ist Steuerbord, weil da das Steuer sitzt. Ist das so? Ich muss ehrlicherweise gestehen, da kenne ich mich nicht so gut mit aus. So, erstmal schön wieder. Den brauchen wir noch. Schön wieder zumachen. Es geht aber relativ zügig, da wir jetzt Erfahrung damit haben. Ich gucke mal, ob jemand aus Versehen auf dem Server drauf ist. Ich meine, was heißt aus Versehen? Sie dürfen ja, ne? Wir haben nicht mehr viel. Sie dürfen ja, aber wäre für uns teilweise bestimmt ein bisschen hinderlich, wenn es dann heißt, jo, lass mal was machen und ich sag dann, ey, ich bin am Aufnehmen. Geht gerade nicht. So. Außerdem mache ich ja die ganze Zeit was. Ob ich jetzt aufnehme oder nicht aufnehme eigentlich, ne? Solange es Fortschritt gibt, freut ihr euch. Und ich mich auch. Und ich mache das hier auch gerne mit dem Polizeiboot jetzt. Ist nämlich für den... Erstmal ganz schön viele Blöcke, ne? Das waren ganz schön viele. Dann komme ich hier mit dem blauen bestimmt auch nicht aus. Weil eigentlich müsste es sein. So, dann mal, lass mich mal kurz überlegen. Hier ist ungefähr, hier ist die Türe. Dann kann man hier hoch. Hier müssen wir dann irgendwas machen. Hier ist dann so ein Pult. Dann kann man hier aber schon nicht durchgucken. Das ist schon doof. Dann müssen wir das hier aus Glas machen. Machen wir die Front aus Glas, dann können wir wenigstens auch vernünftig drüber durchgucken, ne? So, dann machen wir hier nochmal einen weg. Machen wir da Glas, das machen wir andere, machen wir genau auf der anderen Seite auch. So, dann hat der hier nochmal Glas. So, auf der Seite habe ich das ja gar nicht. Warte mal, hier müssen wir auch auf jeden Fall was machen hier. Ziehen wir mal hier durch. Ah. Das muss man auf jeden Fall zuerst machen. Das bringt ja hier alles nichts. Geht das schon durch bis dahin? Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich das hier auch mache mit der Türe. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier geht es schon zwei hoch. Hier geht es jetzt wieder zwei hoch. Dann machen wir es erstmal so. Okay, dann machen wir erstmal so eine Linie. Aber das brauchen wir sowieso. Oder fangen wir besser da hinten an. Dann laufe ich auch nicht Gefahr runterzufallen. So.
Hier geht es nochmal zwei höher. Ich glaube hier. Ja, ich glaube hier ist das. Und hier geht es dann drei höher. So, und das kann ich erstmal auffüllen. Noch ein bisschen Hühnchen zwischendurch. So. Ich meine, das verlängern wir zwar dann später auch, logischerweise. Weil wir das ganze Schiff verlängert haben. Aber ich will es wenigstens erstmal so weit haben. Ich glaube, wir brauchen dafür verdammt viel Wolle. Mehr, als ich gedacht habe. Das ist ein bisschen... Warte mal, sind wir jetzt schon auf der Höhe? Sieht schon fast so aus. So. Da kann ich ja gar nicht durchgucken, wenn ich das da oben mache. Warte mal. Ne, wenn dann so, ha? So. Und ich habe ja auch schon Glas mitgebracht, ne? Das sind die grauen Glasscheiben. Gucken, ob das für vorne jetzt so funktioniert. So ist das nämlich relativ schön. Aber das funktioniert nicht. Entweder muss ich die so machen. Oder ich müsste sie nach außen zeigen lassen. Das wird sogar noch gehen. Das würde wahrscheinlich die Front noch nicht mal mehr so arg kaputt machen. Oh nein. Also vom optischen her kaputt machen, ne? Mal eben gucken. Ne, so wird das eigentlich gehen, ne? Jetzt hier noch eine schöne Schicht drüber. Komme ich hier noch drüber? Ja. Hier noch eine schöne Schicht drüber. Noch eins drüber. Das machen wir jetzt hier auch. So, und dann könnten wir hier rein theoretisch sogar noch eins hochsetzen. Also richtig so. So. Achso. Und dann hier jetzt quasi. Nee, das nicht. Und da jetzt noch eine Schicht drüber. Dann sind wir schon fast bis da hinten. Ich will das mal eben ausprobieren, wie das aussieht. Weil dadurch, dass das hier so hell ist, sieht das gar nicht so schlecht aus. Also dadurch, dass das hier quasi gebrochen wird, das ganze System durch das Glas, sieht es gar nicht so schlecht aus. Oder sieht es nicht so schlimm aus. Sagen wir es besser so. Sieht nicht so schlimm aus. Aua. Da kommt einer drauf, da kommen zwei drauf. So, das gucken wir uns jetzt mal von weitem an. Und gucken, ob das jetzt spitz aussieht oder ob das schlecht aussieht. So richtig spitz sieht es nicht aus, aber da lässt sich vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen, indem wir vorne noch jeweils einen dran packen. Damit es ein bisschen... ...bisschen spitzer aussieht. So vielleicht. Glaube ich. So sieht es gar nicht so schlecht aus. Ja, der Kasten dahinter sieht noch ein bisschen ruppig aus. Stimme ich voll und ganz zu. Allerdings... Das heißt ja nicht, dass wir es nicht auch schön hinkriegen. Oh, hier lang kann ich nicht laufen. Dass wir das nicht vielleicht auch schöner hinkriegen. So, wir müssen aber jetzt mal überlegen. Eigentlich ist hier eine Türe. Und danach beginnt hier das Zeichen. Das heißt 1, 2, 3, 4. Kriege ich das nicht auf 4 hin? Das Schlimmste ist ein O. 3. Ein O geht hier, geht mit 1, 2, 3 hoch und das P ist quasi so und dann ist da nur noch einer. Geht schon, sieht ein bisschen komisch aus bestimmt. Oh, das E aber nicht. Das E braucht die 5. Okay.
So, wie viele wir jetzt brauchen, keine Ahnung. Schätze mal eine Menge. Eine Menge, und so viel Blau werden wir gar nicht mehr haben, wahrscheinlich. So, dementsprechend werden wir jetzt so ein bisschen immer mal einen Buchstaben machen. Und dann werden wir den, das restliche Blau, was wir dann noch über haben, fertig machen. So. Ist für uns jetzt ein bisschen schwierig hochzukommen. Ich sehe halt auch nichts, ne, nach oben hin jetzt. Machen wir das mal weg. So, wo sind wir denn hier? Da sind die drei. Halt, das war falsch. Macht nichts. So, ich glaube, so ist richtig, ne? 1, 2, 3. Ja. So, hier machen wir zuerst ein P rein. Achso, wir müssen es jetzt erst freilassen, ne? Ha, wir müssen es ja erst freilassen. Und jetzt sind es erst 5. 1, 2, 3, 4. Jo, da müssen wir noch eine drüber machen. Logisch. Hier noch eine Reihe drüber. Da machen wir noch eine drauf, da machen wir noch eine drauf, da machen wir noch eine drauf, da machen wir noch eine, da noch eine, da noch eine. Ja, es ist nicht so einfach hier mit Dinger freizulassen, ne? So. Also. Der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Gehen wir nach oben, bauen den Rest fertig. Das ist das P und das ist der nächste Buchstabe, richtig? Zack. E, warte mal. Eins, warte mal, das sieht komisch aus. Eins, zwei, drei, vier. Ne, der vierten. Scheiße. Ist nicht hoch genug. Wartet, Freunde, ist nicht hoch genug. Ist nicht hoch genug. Muss ich eben einmal runterspringen. 1, 2, 3, 4. Jetzt noch eins höher. Nehmen wir die mit. Jetzt noch eins höher. Warte mal, ist das jetzt? Ja, das ist unser Buchstabe. Eins höher. So, und jetzt kommt hier sowas und danach kommt hier nochmal der drüber. Richtig? Ha, aufpassen mit so tief runterspringen. Ja, das ist richtig. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. So, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Doch. Nein. Komm ich doch dran. Perfekt. Ja, da drüber kommt noch so ein Dingens, ist nicht schlimm. So, der ist frei. Hier kommt jetzt das L, das O hin. Ja. Nee, ein O. Das O kriegt natürlich die genau dieselbe Höhe. Wie das. Hey. Aber ich glaube, unsere Schere geht jetzt gleich kaputt. Das wäre schlecht. Da müssen wir da nämlich erst nachgucken. So, da ist. Warte mal, was ist denn hier? So. Das geht ja bis hierhin. Da hierhin, hierhin, hierhin. Ja, jetzt ist das nämlich kaputt. Natürlich ungut. So, du gehst da unten hin. Ah nein! Scheiße. Falsche Farbe. So, richtig? Richtig. So, machen wir es ohne fertig. Po!
doch, wir können auf der anderen Seite hoch, ne? Ja. So, hier haben wir schon mal ein Po stehen. Oh, das Po noch gar... Ich schaff's nicht. Das Po noch ganz fertig, ne? Also nur das Po. So. So sieht das Po aus. Hier kommt ja auch noch einer drauf. Und danach müsste eigentlich hier noch eine Umrandung sein. Da. Da. Schön, oder? Zack. Ah, passt. So, und so wird das Ganze fortgebaut, dass da nachher steht Polizei. Und dann hoffe ich, dass wir hinten noch genügend Platz haben, dass es nicht so schlecht aussieht. Das werde ich Stück für Stück selber fertig machen. Ich meine, ist für euch wahrscheinlich eher langweilig, wenn man das die ganze Zeit macht. Ihr wisst jetzt, wie ich es mache. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich das soweit fertig habe. Auf der anderen Seite logischerweise auch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.